Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schwarz 2 Hürdenmodus Redlock mit mir, dem Nick, und hier ist nichts. What the fuck, wo muss ich hin? Ich bin extremst verwirrt einfach nur. In dieser Scheißkanne, ich raste aus. Diese hässlichen Dick da. Okay, ich gehe zurück und hole mir Schutz, weil das mir hart auf den Sack geht. Muss ich ja schon mal sagen. Immerhin ist das Evoserb klug. Weil Level Cap, Leute. Ich darf nicht so viel Pokémon töten. Außerdem geht's mir wirklich auf die Nerven, dass ich hier ständig unterbrochen werde. Jetzt müssen wir erstmal heil am Ausgang ankommen. Das könnte noch ein bisschen dauern. Das könnte den Part in Anspruch nehmen. Boah. Ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Bin ich ehrlich. Ich habe absolut keine Ahnung. Da oben vielleicht? Ah ja, hier waren wir schon mal. War der Typ, der sein Zeug verloren hat. Mit dem Schutz, da könnte ich auch ein bisschen rumlaufen und mir ein Bild machen von der Umgebung. Ja? So ist das unmöglich. Vor allem bei wilden Dick da. Ciao. Kein Bock mehr. Ich gehe. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich an Geld komme. Indem ich irgendwas verkaufe. Das Glücksal ist ja sowieso verboten, oder? Laut Rules. Ja gut, EP-Teil ist verboten. Das ist klar. Aber Glücksal? Verkaufen. Ich verticke jetzt alles, was ich nicht brauche. Ja, 50 ist mir zu wenig. 100 ist mir eigentlich auch zu wenig. Ja, komm. Ich brauche Geld, Leute. Tut mir leid. Jedes Geld ist jetzt wichtig. Hier gibt es halt nichts zum Verkaufen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Das Einzige. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Wie viel Geld habe ich denn? Schutz. 13 Stück können wir kaufen. Das hält nicht lange, Leute. 13 Schutz ist nicht viel. Okay. Ja, wir brauchen Geld. Weil es halt auch viel für Tränke und so drauf geht. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Okay. Putz. Ah ja, er sagt sogar halt unsere Pokémon. Okay, wo muss ich hin? Verdammte Scheiße. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Du lässt mich ja nicht durch, richtig? Okay. Hier geht's nicht weiter. Oben geht's auch nicht weiter, oder? Kann ich hier nicht drüber? Was tue ich denn? Fahrrad. Darf ich nicht, okay. Ich habe echt Probleme mit den Knöpfen, weil ich aktuell Pokémon Mond spiele. Ultramond. Und jetzt ist er schon vorbei. Willst du mich verarschen? Alter. Oh, das kann was werden. Und hier ist wieder nichts, oder? Wie kommt man denn da rüber dann? Ach, das sind so Gitter, man kommt da gar nicht rüber. Ah! Es kann so einfach sein. Da ist doch schon wieder Team Plasma. Nice. Okay, wir wollen euch platt machen. Ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt wurde, ob
warum unser Rivale Team Plasma so verabscheut. Immerhin haben wir coole Mucke. Und da ist ein Flieger auf meinem Bildschirm. Verpiss dich. Ganovil und Zurokex. Oha. Das ist nicht nett. Machen Konter. Weil ich davon ausgehe, dass beide physisch angreifen. Schön, Evoserp. Schön. Fällt mir, was du da machst. Komm schon, greif mich an. Greif mich an mit Finte. Jawohl. Oh. Und das kriegst du mit voller Breitseite wieder. Auf Wiedersehen. Ja, Yvonne, Alter. Yvonne macht das hier. Ja, Konter und Spiegelcape sind nicht schlecht. Vor allem auf Wuin genau, was perfekt dafür ist, weil es halt, ja, viele KP hat und relativ gute Base-Abwehrwerte, sage ich mal. Ja, und das ist jetzt der Arena-Leiter, Arti. Ja, du bist ein ganz toller. Und wir kriegen VM Stärke. Das ist eine Attacke, die ich gut finde. Die macht nämlich, glaube ich, 70 Schaden. Oder 80 mittlerweile sogar. Ah ja, Chromas. Okay, jetzt können wir ihn herausfordern. Aber vorher kann man hier doch sicher noch was machen. Wie zum Teufel komme ich darüber? Okay, was ist das denn hier? Alter Fluchtweg, das ist ein extra Gebiet, Leute. Das bedeutet, wir können hier einen Encounter haben. Damit stelle ich mein Manu nach vorne. Und der Itemradar hat ausgeschlagen gerade schon. Hier gibt es irgendwas. Ein Gelbstück. Ja, okay. Kann man mal nehmen. Extrem coole Musik hier wieder. Okay. Ein Encounter. Das ist mal. Das ist schön. Vor allem in meiner aktuellen Lage, weil meine Auswahl ist begrenzt. Ein Toxipet. Das ist ja schön, dass ich Manu nach vorne habe. Weil dagegen macht es nämlich nichts. Ernsthaft? Das bringt ja aber leider nichts. Muss echt aufs Level Cap aufpassen hier. Manu ist auf Level 23. Und versucht Verfolgung zu erlernen. Aber ganz ehrlich, wenn ich den Move Pool gerade so sehe, brauche ich Verfolgung nicht. Verfolgung. Fiese Attacke. Vor allem, wenn er von Gegnern eingesetzt wird. Ach, ich liebe Psycho-Attacken. Vor allem gegen Gift-Pokémon. Oh, das ist so schön. Okay, was gibt es denn hier hinten? Ein Item. Was? Lingan-Beere? Das ist eine Lingan-Beere. Noch nie gehört. Ja. Das getragene Item erhöht diese Beere den Verteidigungswert eines Pokémon, sobald es in einer Notlage steckt. So. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich in einer Notlage stecke, was bedeutet, dass die KP im roten Bereich sind, bringt es mir dann noch was, wenn meine Verteidigung erhöht ist? Bringt das dann noch was, wenn schon zu spät ist eigentlich? So, Encounter. Komm schon, Spiel. Es ist weiblich. Es muss männlich sein. Lombrero ist nämlich weiblich. Außerdem, bitte nicht, weil Georock kann potenziell Explosionen und sich in die Luft sprengen, bevor ich es fange. Dann wäre der Encounter im Arsch. Also bitte kein Georock. Ein Georock. Sei weiblich. Ja. Gut. Gibt's hier noch was anderes außer Georock vielleicht? Gibt's hier vielleicht
Gras oder so in der Höhle, damit ich da suchen kann? Ich wollte gerade sagen, da war doch gerade noch ein Forscher, oder? Tauchball. Den habe ich gerade verkauft für 500. Weil ich Money brauche. Okay. Ein Kiesling! Das ist gut. Nein, es ist weiblich! Ah, komm schon, Spiel! Gib mir ein verdammtes Pokémon. Und bitte gib mir ein Kiesling. Das ist viel besser als Georok. Das. Mir fällt gerade auf. Wir hocken in der Höhle und es kommen Stein-Pokémon. Wie random ist das denn bitte? Machen wir mal den. Ja, ich gehöre zum Personal. Ich gehöre zum Inventar vielleicht, ja, aber nicht zum Personal. Alter Fluchtweg, das muss ich mir mal aufschreiben. Ein Slimer, das ist gut, dass ihr alle Gift-Pokémon habt. Das ist schön. Alter Fluchtweg. Kiesling bitte. Bitte Kiesling. Ist viel besser. Das ist schon nerviger. Eine Konfusion ist eine spezielle Attacke. Ist langsamer, ne? Ja. Na dann. Das war's schon hier? Ernsthaft? Kiesling. Männlich, 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 männlich. Nein! Warum? Gib mir das! Komm schon, Spiel. Ich will kein Georok. Das explodiert nur. Also ich finde es toll, das Pokémon, aber es kann halt... Wobei, Kiesling kann vielleicht auch Explosion oder Finale, ne? Warum sind hier zwei Steins-Pokémon drin? In der Randomizer, in der Höhle. Zwei Stein-Pokémon. What the fuck einfach nur. Terrybark. Das hat Kampfattacken nicht so gerne. Ja, mach du deinen Kraftschub. Darfst du machen. Warum muss es männlich sein? Oh, das ist so nervig. Ich hätte... Jawohl, dann hätte ich das Georok nehmen müssen, ne? Wenn man es mal so sieht. Ach, da kann man Stärke benutzen. Aber da komme ich nicht hin. Nee, komme ich nicht hin. Bitte, männlich. Bitte, Spiel. Bitte. Danke. Oh, das Spiel liebt mich. Ich muss gerade mal was... Moment. Ich bin kurz im Wiki unterwegs, Kiesling. Ja, wird halt Brokkolos, ja, weiß ich. Explosion kann es ab Level 40. Das ist gut. Okay. Halt. Ich muss nochmal ins Fenster reinklicken. So, du überlebst eine Konfusion locker, oder? Ja gut, vielleicht hat sie auch noch potenziell Robustheit, dann ist es nicht allzu schlimm gewesen, aber das kann ich ja nicht wissen, ob es das hat, ja. Weil es kann, Moment, laut Wiki kann es die Fähigkeiten Robustheit, Bruchrüstung und Sandgewalt haben. Ja, es hat wahrscheinlich Robustheit, weil Bruch erst ab 7. Gen und Sandgewalt ist die versteckte Fähigkeit, von daher... Wird das wahrscheinlich Robustheit haben. Okay. Kiesling. Ein Name für einen Kiesling. Ich habe den perfekten Namen für einen Kiesling. Tatsächlich. Also nicht für einen Kiesling, aber... Moment, ich muss mal... Moment. Ach, das ist nur eine Querztastatur. Okay. Ich kann leider... Kann ich kein E mit Oxor machen. Aber es heißt René. Und ist jetzt mit Karina verpartnert. Okay. Hoffentlich wird dieses Team lange bei mir bleiben. Das ist ein Team, was ich gut finde. Das gleicht die Schwächen vom anderen perfekt aus. Gucken wir uns René mal an.
Es hat Robustheit, ja. Ein Verteidigungspluswesen, was ich gut finde. Bulky as fuck. Lehmschelle, Felswurf, Kopfnuss und Sandwirbel. Ja, okay, ist jetzt nicht so prickelnd. Machen wir das mal. Ja, doch, das ist stärker. Machen wir das so. Ein schönes Stein-Pokémon. Verpartnert mit einem Wasserpflanze-Pokémon. Das ist doch super. Ja, ist ein Team, was ich gut finde. Sogar richtig gut. Okay, zum Glück ist ein Key. Obwohl, ich habe einen Randomizer, glaube ich, eingestellt, dass nicht mögliche Entwicklungen, also alle Entwicklungen, die per Tausch funktionieren, funktionieren, glaube ich, so. Ich weiß aber nicht, auf welchem Level das ist. Wann entwickelt sich Keys Link zu Broccolos? CD Mantur? 25. Das würde vom Level Cap sogar hinkommen. Aber ich denke nicht, dass ich das in der Arena benutzen werde, weil Käfer, ne? Glaube. Ja, wo es, solange keine Pflanzenattacke kommt, bin ich safe. Aber ich bin mir sicher, dass Arti hier jetzt eine starre Lili geben können. Rip me. Obwohl, wie gesagt, ich mag Kiesling. So. Jetzt können wir doch sicherlich die andere Treppe noch hoch, wo der Typ davor stand, ne? Ja. Hoffe es. Muss kurz noch. Hier, alter Fluchtweg. Kiesling. Muss ich noch. Wisst ihr, was ich hasse? Wenn ich hier einen Kugelschreiber liegen habe. Und dann schreibe ich damit und dann kommt einfach nichts raus. Fick dich. Das habe ich so oft, ne? Das ist ja ein Tag vorher. Der Kugelschreiber perfekt. Funktioniert alles, ja? Und dann zack. Okay. Ja, der Typ ist weg. Okay, was gibt's hier denn? Erstmal noch ein fucking wildes Pokémon. Leck mich. Ja, ich gucke mal so auf meinen Zettel hier, den ich habe. Und da schaue ich ziemlich oft drauf, ich weiß. Aber da steht auch einiges Tolles drauf. Stratos City. Und hier ist Gras, heißt, wir können einen Encounter holen. Jetzt ist die Frage. Dunkles Gras oder normales Gras? Wer es nicht weiß, im dunklen Gras sind stärkere Pokémon oder auch zwei. Das ist gerade mein Problem. Ja, ich denke, die beiden machen das. Aber ich bin greedy, ich brauche starke Pokémon, ich gehe ins dunkle Gras. Moment, na. Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Hier ist kein Item, okay. Habe ich Schutz an? Oder habe ich gerade nur Luck, dass nichts kommt? Oder kommt hier nichts? Weißt du? Wenn ich Marco noch hätte, dann könnte ich Lockduft machen. Habe ich aber nicht. Weißt du, da bin ich greedy, will den dunklen Gras-Encounter und es kommt nichts. Jetzt komm schon! Hä? Ist doch Gras! Ey, wenn jetzt ein Pokémon in dem hellen Gras gekommen wäre, ne? Okay, komm, ich nehme einfach hier unten, egal. Im Hellengras kommt direkt was natürlich. Okay, es ist ein Plauderguy. Okay. Ja. Hoffen wir mal, dass es drin bleibt. Plauderguy. Es ist noch nicht mal verpartnert übrigens, weil wir haben ein volles Team. Das bedeutet, es landet auf der Box. Auch das Geschlecht bei diesem Pokémon ist egal. Ja, wäre wahrscheinlich für die Arena gar nicht so schlecht. Wir geben ihm mal einen Spitznamen. Problem ist, dass Farbigel männlich ist und das Plauderguy weiblich. Heißt, ich kann Farbigel nicht freilassen, um Plauderguy ins Team zu nehmen. Ich müsste Traumato freilassen.
Oder Lombrero. Oder Yvonne. So, ein Name für einen Plaudergeil. Was ist denn ein weiblicher Name für einen Plaudergeil vor allem? Wir nennen es einfach mal... Wir nennen es einfach mal Lucy. Jetzt könnt ihr für euch rätseln, welche Lucy. Da gibt es nämlich so einige mittlerweile. Auf Box 3, das ist nicht gut. Box 3 ist die Friedhofbox, Junge. Okay, damit haben wir wieder einen Encounter. Ein Plaudergeil. Ich bin zwar nicht so ganz zufrieden damit, aber... Moment. Moment. Was hätte es hier noch gegeben? Im dunklen Gras so, hm? Wenn mal was kommt im dunklen Gras. Es kommt wieder im hellen Gras was. Ja, das wäre der Dupes Claws gewesen. Ich habe ein Problem. Wisst ihr warum? Ich kann nicht fliehen. Ich kann nicht auswechseln, glaube ich. Nee. Es kann Konter, Spiegelcape, Abgangsbund und Zugabe. Das kann nicht sein, oder? Weil ich greedy war. Weil ich... Okay, wenn es vorhin gekommen wäre, ne? Wäre das gleiche gewesen. Ja. Ich werde eine Psychoattacke benutzen. In der Hoffnung, dass er Konter macht. Mach Konter. Bitte mach Konter. Er macht Bodyguard. Okay. Ich habe jetzt Konfusion gemacht. Wie groß ist die Chance, dass das Spiegelcape drückt? Hoch, oder? Dann mache ich jetzt Karatschlag. Und er drückt Spiegelcape. Okay, dann wird er jetzt wahrscheinlich Konter machen, richtig? Dann mache ich wieder Konfusion. Mach Konter. Nein! Oh Gott, bitte überlebt das, Manu. Boah. Oh, scheiße. Okay. Heil-Item für den Kampf. Ey, das gibt's nicht. Wildes ist so. Ah! Natürlich mit Konter und Spiegelcape. Wobei, es hat noch nicht Konter gemacht. Vielleicht hat's kein Konter. Ich glaube schon. Ich mach mal Karate-Schlag. Spiegelcape. Okay. Bodyguard. Er hat noch kein einzig. Ach, oder? Hat er Konter gemacht? Naja, egal. Es ist tot. Okay. Alter, mein Herz ist stehen geblieben gerade. So, was gibt's im dunklen Gras, verdammte Scheiße? Jetzt kommt doch endlich mal was. Oder gibt's hier nur ein Pokémon und der Randomizer hat es einfach ersetzt und hat nichts mit ähnlicher Stärke gefunden und hat es einfach rausgenommen aus dem Game. Mann. Okay. Naja. Wir haben ein Plaudergeil. Also, und jetzt kommt nichts. Jetzt kommt kein Pokémon. Okay. Lilia. Ja, der ist immer so. Der ist immer verärgert. Ja, Arti herausfordern. Das ist vielleicht nicht so die beste Idee, ne? Also, wir gehen mal in die Arena. Schauen uns das an. Es ist eine Käferarena, oder? Also solange keine Pflanzenattacke kommt, bin ich mit Kiesling unfassbar gut aufgestellt in der Arena. Aber ich befürchte fast, dass die Dinger Pflanzenattacken können und dann habe ich ein Problem. Weil sollte René sterben, muss Karina rein und das ist ein Wasserpflanze-Pokémon, was auch nicht so stark ist in der Arena. Ja, wie gesagt, wir schauen uns das einfach mal an. Okay. Eine komische Arena. Und nicht so für Leute, die Angst vor Spinnen haben. Wie viel hast du? 2.
Strawickel. Level 22. Das ist stark. Käferbiss. Boah, so leid mir das bis jetzt tut. Bis jetzt ist Manu und Yvonne das beste Team hier in der Arena, glaube ich. Sorry, Fahrbiegel ist... Ja. Naja. Benutzt noch einen Strawickel. Ich kann nur überlegen, hat der Arenaleiter ein Matrifol? Wenn er ein Matrifol hat, wäre das ziemlich übel. Weil Matrifol ein ziemlich starkes Pokémon ist. Ja, und es kann Rasierblatt. Da ist die Pflanzenattacke, die mein Kiesling wahrscheinlich one-shotten würde. Also, Two-Shotten, was hat der? Robustheit. Tja. Tja, ne? Halten wir nochmal. Vor allem Käferbiss ist sehr nervig, weil er dadurch meine Bären wegfrisst. Ich glaube, das ist auch die Arena-Attacke. Weshalb das wahrscheinlich alles hier drin kann, was nicht so gut ist. Die Arena mal mit Manu zu Ende machen. Da geht's nach unten. Wo bringt der uns hin? Ah ja, okay. Ist das hier unten noch? Ach so. Ach, das hat zwei Eingänge. Sehe ich jetzt erst. Okay. Mucke ist creepy hier drin, finde ich, ne? Da ist ein Trainer drin, oder? Das war creepy. Uah, in so einem Insektenkokon. Ein Wadribie. Oder hat er einen Hauenwiesel? Das wäre ebenfalls nicht so gut. Bin gerade überlegen, was ist denn stark gegen Käfer-Pokémon? Wo ist mein Typentabelle? Käfer. Flugattacken, Gesteinsattacken, Feuerattacken. Ja. Plaudergei hätte bestimmt eine Flugattacke. Folikon. Ja, da haben wir doch schon die Vorstufe von Matrifol. Ich glaube, er hat ein Matrifol. Keine Ahnung, was ich machen soll. Flug? Ne, Boden. Boden ist effektiv. Ne. Es ist Stein. Ich bin total perplex gerade. Ja, nun. Ich habe kein Feuer-Pokémon, leider. Laut dem Käferbiss habe ich Angst, wenn er ein Matrifol haben sollte, habe ich echt ein Problem. Oh, stop it. Ich möchte die Arena gerne noch machen in dem Part, damit ich den nächsten Part... Na, das ist auch blöd, dass er eine Pflanzenattacke beherrscht. Moment, ich bin gerade kurz... Ja. Oh. Ja, auf damit. Er macht zweimal Schutzschild und schafft es auch noch. Das ist auch eine Assi-Taktik, ne? So Egelsamen und dann Schutzschild. Okay. Echt gucken, mit welchem Team leade ich hier, mit welchem Team mache ich das. Das wird super schwer. Okay, der kämpft nur, ja.
Ich hoffe mal, das ist der letzte Trainer. Ich denke aber nicht. Weil ich möchte den Part echt erst dann beenden, wenn ich alle gemacht habe. Er hat drei Pokémon sogar. Ein Strafwickel. Oh, mal Konfusion. Müsste über die Hälfte machen. Oder auch nicht. Manu ist halt einfach ein physischer Angreifer. Muss ich beachten. Ich bräuchte so Psycho-Klinge oder so. Oder Zen-Kopfstoß oder wie auch immer die Kackattacke heißt, die nie trifft. Ich hasse Attacken, die nicht 100% Genauigkeit haben. Das ist so behindert. Bodycheck ist einer davon. Übrigens. Bam! Damage. Was ist denn ein Lito mit? Was war das denn nochmal? Ach! Das da. Die Vorstufe von Castellid. Ist ein Steins-Pokémon, oder? Ja, ist ein Steins-Pokémon. Katapult. Wow. Moment, hilft das gegen... Ja, zumindest. Sorry Leute, ich habe Angst. Ich habe einfach Schiss, dass mir hier was drauf geht. Und wenn mir Manu drauf geht, habe ich ein Problem. Das ist mit Abstand mein bestes Pokémon. Noch zumindest. Halt. Hä? Achso. Stahl gegen Stein ist er. Warum ist Stahl gegen Stein sehr effektiv? Tatsächlich noch ein Trainer hier, ne? Ist unglaublich. Der pattert schon Überlänge wie sonst was. Hä, hey, was hast du? Lito mit. Ja, okay. Ich bin noch leicht müde, merke ich gerade. Bin immer im Gähnen hier. Jetzt muss ich vom Level wirklich mal aufpassen, ne? Folikorn. Vor allem, wenn die Leute die Kämpfe so in die Länge ziehen, ne? Mit Schutzschild. Es ist Highlight für den Kampf, auch wenn es nicht relevant ist, aber ich sag's trotzdem an. Käferbiss nervt. Ich kann keine Bären benutzen, weil die mir die einfach wegfressen. Das nervt. Ich hätte mich gerne ein paar Bären benutzt, vor allem für Vergiftung oder so eine Scheiße. Das ist bestimmt hilfreich. Okay, geh mal hier rein. Okay. Wie wär's, wenn ich hier reingehe? Da ist Arti. Das heißt, Leute, vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis zur nächsten Folge Pokémon Schwarz 2 Wedlock Challenge. Ciao.